hat sich Steinbrück ausführlich dazu bei Günther Jauch geäußert. Ich habe eine Nachfrage und ich habe in Anführungszeichen einen Markt. Und auf diesem Markt kann ich für eine Leistung, die ich erbringe, ein Honorar verlangen. Das tun übrigens andere auch, insbesondere bei meinen Kritikern aus anderen Parteien. Und er argumentiert, die Kaufmann vortragen nicht per Steinbrück. Er rede niemand nach dem Mund. Und im Übrigen halte er sich an die Gesetze und Bestimmungen, lege jetzt offen, was er nebenbei verdiene und sei auch jederzeit bereit, die geltenden Richtlinien zu verschärfen. Punkt. Wir wollen euch einfach mal wissen, wie ist es denn in anderen Ländern mit Nebeneinkünften von Politikern? Gucken wir doch jetzt mal rüber nach London, wie die Briten das handhaben. 316 Seiten lang ist das Register, das die Nebeneinkünfte aller britischen Abgeordneten im vergangenen Parlamentsjahr auflistet. Abzurufen auf der Internetseite des House of Commons. Dort kann jeder nachlesen, dass der frühere Labour-Premierminister Gordon Brown zum Beispiel eine Rede vor Vertretern der Investmentfirma Carlyle gehalten hat, Honorar knapp 50.000 Pfund. Der Antrag für den heutigen konservativen Premier David Cameron.